sein Geschäft am stillen Örtchen machen. Gibt es was Schöneres, seinen Körper zu entlasten, in Ruhe und in Frieden? Aber sind unsere heutigen Spültoiletten wirklich so modern, wie wir meinen? Oder fahren wir mit einem Kanister und einem luftdicht verschließbaren Eimer viel besser? Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, damit ich dir meine Erfahrungen bezüglich der einfachsten Komposttoilette der Welt erzählen kann. Also seit einigen Wochen mache ich mein Geschäft in diesen Kanister und in diesen luftdicht verschließbaren Eimer. In diesen Kanister pinkle ich und versetze dann meinen Urin mit effektiven Mikroorganismen. Und wenn ich den zum Beispiel länger lagern möchte, dann versetze ich ihn mit Zuckerrübenmelasse, wie bei der Herstellung von der eigenen effektiven Mikroorganismenlösung, die EMA. Dazu habe ich auch zum Beispiel ein Video gemacht, verlinke ich dir auch in den Infokarten. Und in den luftdicht verschließbaren Eimer mache ich zum Beispiel ein größeres Geschäft und dafür, wenn ich dann im Anschluss Pflanzenkohle als Einstreuung versetze, es auch mit effektiven Mikroorganismen, damit das auch schon mal zu fermentieren beginnt und nicht anfängt zu stinken. Als Einstreu kann man wahlweise auch Holzspäne verwenden. Da muss man einfach in die Schreinerei vor Ort gehen und einfach nachfragen, ob sie ja, Holzspäne zur Verfügung haben. Bei mir zum Beispiel in der Region kann ich mir für 10 Euro einen ganzen Kubikanhänger mitnehmen. Für mich gibt es viele Gründe, warum ich jetzt diese Art der Toilette verwende. Einerseits, um den Nährstoffkreislauf bei mir zu halten. Ich persönlich sehe es halt so, dass der Mensch ein Teil des natürlichen Kreislaufes ist. Und dazu zählen natürlich auch seine Fäkalien. Und den Urin kann man zum Beispiel hervorragend als Dünger verwenden. Im Verhältnis von 1 zu 10 kann man damit seinen Pflanzen düngen. Hat sehr viel Stickstoff und Phosphat und die effektiven Mikroorganismen kommen auch natürlich den Pflanzen zugute. Und den, meine Fäkalien kann ich zum Beispiel einen Kompost ansetzen und damit halt auch gute Erde damit herstellen. Weitere wichtige Gründe für mich sind zum Beispiel, dass ich dadurch keinen Klärschlamm erzeuge, der mit riesigen Aufwendungen und Kosten entsorgt werden muss. Einerseits die Aufwendungen für das wertvolle Wasser, welches man verwendet, dann die Kosten für die ganzen Rohre und die Instandhaltung, die Verwaltung, die die Gemeinde dazu hat. Und dann habe ich halt diesen stinkenden Klärschlamm, der auch durch zig verschiedenen Filter durch Reinigungsprozesse hindurch muss, damit der erstmal wieder verwendet werden kann. Zum Beispiel in der konventionellen Landwirtschaft wird dann dieser Klärschlamm oder Gülle dann verwendet, um auf die Felder zu sprühen, oder der wird dann schlussletztlich verbrannt. Also es ist ein riesen Aufwand und Kostenfaktor, diesen Matsch, sage ich mal, der auch noch zumal wirklich richtig stinkt, zu entsorgen. Und diese Kosten möchte ich einfach nochmal zusätzlich vermeiden. Eine Geschichte kann ich euch hier zum Beispiel erzählen, dass bei mir in der Gemeinde momentan die Kläranlage saniert und erneuert wird. Und darum muss halt jeder Bürger seinen Beitrag leisten. Und die Höhe, wie viel jeder aufwenden muss, hängt davon ab, wie groß dessen Grundstücksfläche ist und wie viele Stockwerke sein Haus hat. Und da ist halt zum Beispiel so, dass ich mit einem Landwirt, der eine solidarische Landwirtschaft hier in der Region hat, geredet habe, und der muss eine enorme Summe von 6.000 Euro aufwenden, weil er halt so große Flächen zur Verfügung hat und natürlich sein Haus auch etwas größer ist. Das ist halt wirklich eine enorme Summe für ihn, und diese Situation trifft auch hier die älteren Leute, die noch Grundstück von ihren Eltern und Großeltern vererbt bekommen haben, die einfach ein bäuerliches Leben führen, ein großes Haus haben und einfach eine riesen Fläche haben. Die müssen jetzt auch eine riesengroße Summe aufwenden, die sie fast gar nicht bezahlen können, und das ist halt auch für sie eine finanzielle Belastung. Und
Das sind... Jetzt würden bestimmt einige denken, die Gründe, warum du das machst, sind ja schön und gut, aber ist das nicht ein bisschen unhygienisch? Und da muss ich ganz klar sagen, es ist mehr als hygienisch eigentlich, es riecht überhaupt nicht. Also aufgrund der Fermentation mit den effektiven Mikroorganismen und durch das Trennen von dem Urin und den Fäkalien entsteht ja auch nicht mal Ammoniak. Und das riecht überhaupt nicht, also es stinkt nicht und der Kot zum Beispiel auch, der riecht einfach nach der Pflanzenkohle und ich denke mal, wenn ich dann in einem Jahr den Kompost dann angesetzt habe, wird auch die Erde bestimmt ziemlich gut riechen. Also meine Erfahrungen sind hier ganz klar, der Urin stinkt nicht und die Fäkalien, die stinken ebenso nicht, also der Kot. Und wenn man es halt einfach richtig macht, dann ist eine wunderbare Fermentation und die ist sogar mehr als hygienisch. Diesen Eimer habe ich zum Beispiel von einer Metzgerei geschenkt bekommen. Das sind Gastronomie-Eimer, die man luftdicht verschließen kann. Und dann müsst ihr einfach mal bei euch in der Metzgerei, bei einem Restaurant oder bei einer Bäckerei nachfragen. In der Regel werfen die normalerweise weg und ja... Das ist einfach die billigste und einfachste Methode, zum Beispiel an solche luftdicht verschiebbaren Eimer zu kommen. Die eignen sich auch Erfahrungen zum Bokashi herstellen. Und den Kanister habe ich von meinem Nachbarn, weil der bei einer Kälterei arbeitet. Und da füllen sie halt normalerweise Apfelsaft hinein. Und da hat er mir einfach mal dankenswerterweise einige Kanister mitgebracht. Also die sind halt auch für den Lebensmittelzweck geeignet. Und grundsätzlich ist das wirklich die einfachste und wirklich nicht luxuriöseste Weise. Man kann sich natürlich auch Trenntoiletten oder Komposttoiletten selber bauen. Da gibt es auch viele spannende Videos, da kann ich euch auch welche verlinken in der Infobeschreibung oder in der Infokarte. Oder man baut sich, oder man kauft sich einfach selber Komposttoiletten, wenn man das Geld zur Verfügung hat und man einen gewissen Luxus bzw. Ansehen bei seinen Freunden und Bekannten noch aufrechterhalten möchte. Aber da muss ich halt auch dazu sagen, achtet bitte auf die entsprechende Sitzhaltung, denn es ist wirklich wichtig, dass man nicht im 90-Grad-Winkel auf der Toilette sitzt, sondern mehr im 45-Grad-Winkel, weil sonst bleibt ein Restkot im Mastdarm übrig und das belastet natürlich den Körper. Also bitte auch hier dabei auch wirklich drauf achten, weil das geht natürlich auch auf die Gesundheit und auf das Wohlbefinden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr könnt von meinen Erfahrungen und von diesen Informationen etwas mitnehmen. Wie gesagt, freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video auch bewertet würdet. Ein Abo hinterlassen würdet und natürlich auch auf die Glocke drückt, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt sehen. Bis dahin. Ciao.